Wir hatten schon die alte Schmiede, den Kaiman, dann Takeshis Castle, sage ich jetzt mal. Und gerade eben das letzte Grab mit dem ganzen Wind und dann am Ende Schlangenwache und sogar den Trinity-Soldaten. Das müssten 4 Gräber sein. 3 haben wir noch. Waren es denn Summe 7 oder 9? Ich glaube eher 7. Aber wir müssen jetzt erstmal zum östlichen Berg und damit hallo und willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider. Die beiden, mit denen haben wir schon gesprochen, das war im großen Stück spielen der Hauptgeschichte. Na, ist da gerade jemand durch mein Maisfeld, oder? Könnten Kram verkaufen, der Markt ist ja hier. Was ist das eigentlich für Haufen? Zum Trocknen aufgestellte Maispflanzen. Gib mir mein Gold. Schau, was ich für dich habe. Können uns Gift kaufen. Sammeln ist aber eigentlich cooler. Hm. 35, 33 geben wir mal ab. Das reicht, wenn wir 8 behalten. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Davon verkaufen wir mal 17. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. So viel Fett. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Eins von 30 nur. Mögen die Götter dich anlächeln. Wie hießen wir nochmal bei denen? Wir hatten noch so einen kurzen Namen. Nicht Uchu, das ist ja der aus der Schädelhöhle. Ishik, ne? Ishik war's. Ich hab gehofft, das wäre eine Wand, mit der wir sprechen können, aber Fehlanzeige. Ich mag dieses Rollen. Hier fehlt noch etwas Dach. Noch da. Falsches Outfit an, deswegen können wir nicht, genau. Können wir nicht reden. Hier war der dem Jungen was geklaut hat, ne? Da drin. Und hier ging es ja auch, haben wir diesen Schlangenkakaofen bekommen. Da oben drin. Dann sind wir durch die Abwasseranlage, wieder rausgekommen. Und da wurde Ätzli gefangen. Das sieht so cool aus, die Berge da hinten. Vor allem so hoch. Das ist so eine schöne Gegend. Klar mit den ganzen Käfern und natürlichen Feinden, die es gibt. Klingt jetzt nicht so schön, aber wenn das alles nicht wäre, wunderschöne Ecke. Und abgesehen von möglichen Naturkatastrophen, weil irgendwo fehlt ein Schild oder was auch immer. So, hier Eingang, Recycling. Ja. Hat hier Lara auch damals die Waffen wieder ausgepackt? Bin ich mir gerade nicht so sicher. Toxin. Wird doch nicht recycelt, wir müssen ja wieder raus. Aber immerhin haben wir hier einen Käfer platt gemacht. Hat sich also gelohnt. Müssen wir jetzt hier noch irgendwo hochklettern? Magenta, Magenta, Magenta. Guten Tag. Hier oben gab es ja auch was zum Klettern, genau. Und hier haben wir, glaube ich, irgendwas gefunden. Jetzt geht doch mal weg.
Müssen wir die weglocken? Womöglich geht's da zu dem einen Sammelkram. Ich meinte, da oben gab's was zum Sammeln. Da waren wir schon mal. Und oder es geht da auch zum Grab. Die stehen genau davor. Kann ich auch nicht irgendwie weg vergraulen mit Pfeilen? Kann ich ja nicht rumschießen. Das geht ja hier nicht. Wir dürfen keine Waffen auspacken. Das sieht auch aus. Nö. Weg, die lassen auch nicht mit sich reden. Axt rausholen, los. Müssen wir noch wirklich davor stehen bleiben? Leicht rechts. Ist mit jemandem schwätzen, hat aber kein besonderes Symbol im Kopf. Verzeihung. Ja? Ich würde gern wissen, ob du schon lange hier wohnst. Mein ganzes Leben. Also wirklich sehr lange. Dann kanntest du Amaru schon, als er noch klein war. Ob ich Amaru kannte? Ja, das kann man sagen. Und seinen Bruder auch. Amaru war der Ältere, ruhigere, fleißigere. Beide waren vom Unbekannten fasziniert und wollten die Welt um sich herum entdecken. Sairi war dabei der Forscher, der Abenteurer und Amaru der Gelehrte. Zusammen waren sie unschlagbar. Jeder spornte den anderen immer weiter an. Sie standen sich also nah. Sie waren unzertrennlich. Alle Brüder streiten mal. Aber bei den beiden dauerte das meistens nur ein paar Minuten. Und danach wurde ihr Band immer noch stärker. Und andere Menschen? Sie ließen keinen an sich ran. Es war ein Spiel für sie, Geheimnisse zu haben. Mit Geheimversteck, eigenem Code, einfach alles. Ein Versteck? Ja, ich weiß nur, dass sie immer klettern mussten. Tut mir leid, ist ewig her. Wie haben sie es genannt? Die Himmelsstraße? Das ist es. Die Straße zum Himmel. Ich würde sie gern sehen. Hast du vielleicht eine Ahnung, wo sie sein könnte? Oh, wie du sicher bemerkt hast, bist du hier am Fuß eines Berges. Da muss man klettern. Kriegen wir hin. Ja, da stehen Leute. Jetzt gehen sie. Weil man erst mit dem sprechen muss und nicht erst direkt hochgehen kann. Aber schön, wie sich Lana auch eingebracht hat. Die beiden treffen sich doch jetzt irgendwo. Was war das? Was hat die denn für Schuhe an? Wie Lara hat sie auch Dreck am Arm. Bloß weniger. Ach, stich mal. Komplett eingefroren ist sie nicht. Ich glaube, wir stehen im Weg. Also sie steht wie halb im Laufen. Aber im Gesicht sind noch Bewegungen zu erkennen. Na egal. Fällt sie jetzt um? Ja, sie will einfach stehen bleiben. So, klettern. Können wir. Ich meine, hier oben waren wir auch schon, haben, glaube ich, das Nest mitgenommen und einen Strauch oder so. Da, das da. So viel zum Thema Strauch. Jetzt geht's da unten rein, das war vorher bestimmt nicht. Amarus und Sairis Geheimversteck finden. Da finden wir jetzt für schneller schwimmen, okay. Da finden wir jetzt vielleicht bestimmt auch was über den Papa von Ensley heraus, also mehr. Ich gehe nochmal kurz nach oben. Ich habe gedacht, hier wäre Sammelkram, aber ist nicht. Luft holen und wieder runter. Ob hier Moränen ankommen?
Piranhas? Ja, Piranha-Schwarm. Oh. War jetzt nicht so schlimm, die zwei. Wie toll das Spiel auch unter Wasser aussieht. Mann. Allein schon für die ganze Atmosphäre, weil es sieht schick aus. So mit den Lichteffekten, Mimik und Gestik. Toll. Einfach toll. Das meinte ich vorhin mit Waffen auspacken, als wir unten uns durchgezwängt haben. Können wir uns hier noch einreiben? In Anführungszeichen nur zu zweit. Ist auch wieder so ein Blauer. Das sind wohl die Nebenmissionen, Schlangen, Blauwache. Blub, 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 blub. Könnten wir hier unser Outfit ändern oder geht das nicht, weil es noch anliegend ist? Es ist kein so großes Feuer. Es ist kein Basislager. Er hat sich's da aber gemütlich gemacht. Ja. Sag nur S-C-H-I-C-K. Gleich noch ein Schwalbensprung kommt. Nein, wir werden da rein müssen. Zumindest jetzt noch nicht. Timbuyak jalele kuchil zone mashanu kabetalti le piskinob kutal. Achso. Lobo. Sunak le chomakobo? Mishbekin hachku satalob tulakalil. Matu Jabil Kinsili. Oh, wir wurden gesehen. Wir können hier auf die Bäume gehen. Aua. Oh, noch mehr Aua. Oh Mann, ey. So, da oben ist ein Ass. Ernst mal irgendwo. Gott, hier explodiert auch noch was. Matschig ist hier was. Mist. Jetzt sind wir gleich alle am Arsch hängen. Einer weniger. Den finden wir doch nie wieder im Gestrüpp mit so einem... Ah, wenn wir ihn plündern wollen. Und gerade wollte ich F1 drücken, habe noch den Finger drauf, aber das war schon zu spät. Die eine Rolle war zu viel. Kann man noch nirgendwo hoch. So, eingerieben. Hach hach, utz tutanob uchik pahal yetel, uchasiku yol lesatal olobo. Das ist auch so cool, das mit an die Wand lehnen, wenn... Gut, wenn extra eingeschmiert, aber... Wie sich da einfach einfügen kann. Cool gemacht. Buk
kah kunshanta la tu kultikesh kimpatanol kananil weye taglekenu het samaru tsoku pistale. Die reden. Komm du mal her. Hat ins Gebüsch mit dir. An der Rand, ja, aber noch zu sehen. Die beiden stehen so nah beieinander und bewegen sich auch nicht voneinander weg. Nein. Ah, wir sind schon wieder rausgegangen aus der Deckung. Wollte sie auf die warten. Ach du Scheiße, die runtergefallen. Schmeißen dann Scheiß auf. Oh Gott, das geht wieder schief. Was? Wir sind dabei nicht unverwundbar. Boah. Timbuyak jalele kuchil tsone mashanu kabetalti le piskinob kutalobo. Sunak le chobakobo? Mishbekin hachku satalob tulakalil. Matu yabil kinsili. Hachak, uts tutanob uchikpahal yetel uhasiku yol le satal olobo. Ob man sich da wirklich so viel Mühe gegeben hat und das eine echte Sprache ist? Die hier sprechen? Ich hoffe es doch. Jetzt kann ich hier den Baum hoch. Okay, hier ist. Da, wo es auch wirklich weiß ist. Wie wir hier oben stehen. Ui. Da ist bloß was zum Schwingen, da können wir nicht hoch. Auf ihn drauf schwingen? Dann haben wir aber noch so viele Viecher. Hier oben können wir keinen Bogen benutzen in dem Sinne. Wenn wir auf einem normalen Ast stehen, wobei ist auch kein anderer, dann könnte man die ja hier oben anseilen. Aufhängen. Hier oben bringt es uns gerade nicht viel. So, nehmen wir jetzt den Bogen auspacken. Könnten wir jemand hier oben anbinden? Da oben ist wieder Schwingkram. Und auch rumschreien dabei. Da sind wieder zwei. Oh, ich will es mal ausprobieren, auch wenn wir dann wieder entdeckt werden. Einfach zu viel Spaß. Unser Baum brennt. Hier oben bleiben wir. Hier alles fliegt und pfeift. Ah, geht die Hocke. Lara, ah, hier fliegt ein Scheiß hoch. Die sind aggro drauf. Oh oh. Noch einer weniger. Oh. Was geht denn jetzt ab? Weil wir jetzt einen mehr umgebracht haben als bisher, kommt gleich eine sichtbare Verstärkung. Oh, da steckt ein Fall in der Obala. Hier könnte bloß von einer, ne, von zwei Seiten kommen. Wie viele das sind? Ich glaube, jetzt haben wir gerade einen Lauf. Nimm doch deine Nahkampfwaffe, du Blödmann. Oh, das war schlecht. Nein. Buntes Bild, aber nicht mehr da. Hat er jetzt oben zwischengespeichert bei den vier Hanseln? Nein. Timbuyak jalele kuchil tsone mashanu kabetalti le piskinob kutalobo.
Sunak lechomakobo? Mishbekin hachku satalop tulakalil. Matu yabil kinsili. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir erstmal eine Pause und lassen uns in der nächsten Folge weiter in Zeit. Und dann wird es vielleicht ein langer Tag und vielleicht wird es auch gleich in der ersten Folge positiv enden und für ihn bestimmt nicht. Aber bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.